Sie passieren jeden Tag, tausendfach, in ganz Deutschland, Unfälle auf Autobahnen. Wichtig in solchen Notfällen, schnelle Hilfe durch Polizei und Rettungsdienste. Doch nicht immer scheren sich Autofahrer um die Not anderer. Als ein junger Mann auf der A2 mit seinem Ford in einen Sattelauflieger krachte und dann liegen blieb, fuhren Dutzende Autos einfach weiter. Doch wie soll ich mich verhalten, wenn ich Zeuge einer Unfallsituation werde? In Bild erklären Polizei und Feuerwehr, wozu man verpflichtet ist, was man tun und was man lassen sollte,